Nur die, die sich gemeldet hatten. Ich habe vergessen, wer das war. Verdammt. Wie soll man sich verhalten, wenn Allahs Ta'ala direkt angegriffen oder beleidigt wird? Wie soll man sich verhalten, wenn Allah Azza wa Jal direkt angegriffen oder beleidigt wird? Ja, Achil Karim, du musst eine Sache wissen. Na, du musst eine Sache wissen. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel im Koran, beschimpft nicht diejenigen, er meint die Götzendiener, beschimpft sie nicht, Leiter Subbu, beschimpft nicht ihre Götter, damit sie wen nicht beschimpfen? Allah. Erstmal dürfen wir selber nicht der Grund sein, damit andere Leute Allah beschimpfen, Nummer eins. Nummer zwei, wenn Leute Allah beschimpfen, was denkst du, wer ihnen die gewaltigste Strafe zuführen kann, du oder Allah? Allah. Ich meine, in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hat man Allah beschimpft oder nicht? Was gibt es Schlimmeres, als dass du sagst, وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, und sie sagen, Allah hat sich ein Kind genommen. Gibt es Schwereres als das? تَكَادُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا. Fast würden die Himmel daran zerbrechen und die Erde aufgehen, sie spalten und die Berge bröseln, dass sie sagen, Allah hätte einen Sohn. Das sagen sie jeden Tag in der Kirche. Das ist die schlimmste Beleidigung, dass Allah sich einen Sohn genommen hat. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir Liste führen über den, der sagt, das ist nicht unsere. Wir rufen sie zum Tauhid und manche unter ihnen, die Allah vorher beschimpft haben, lieben ihn danach umso mehr. Das ist unsere Aufgabe als Leute, die die Menschen zum Guten führen. Wir sind keine Richter oder sonstiges in diesem Land. Nein.